schon. Eine Nymphe. Nein, nicht schon wieder eine Nymphe. Ich war mit meiner Freundin spazieren, als wir von ein paar Reihennymphen angegriffen wurden. Wir konnten fliehen, aber meine Freundin wurde verletzt. Diese entsetzlichen Monster. Könnt ihr sieben von ihnen für mich aus dem Weg schaffen? Ich werde es versuchen. Natürlich können wir das. Ich und die Nymphen sind die besten Freunde. Ich habe das Gefühl, ich bin langsam ein bisschen heiser. Ja, jetzt haben wir... Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Quests. Die werden wir jetzt auch erstmal alle annehmen, damit wir sie haben. Träume. Ich wette, das ist eure erste Reise zur Traumfeste. Nein, unsere zweite, aber offiziell die erste. Hier im Süden von Perfect World sind die Nächte lang und die Tage kurz. Die Leute verbringen den lieben langen Tag mit den Träumen. Aber etwas Seltsames ist hier kürzlich passiert. Was denn? Unzählige trauernde Kuhs versammeln sich nördlich der Traumfeste und im Westen nahe der Pfeilfälle. Okay. Wir wissen nicht, was sie im Schilde führen, doch ihr Gewimmer und ihre Schreie machen die Anwohner hier verrückt. Niemand kann mehr schlafen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird aus diesem Ort bald eine Altraumfeste. Hm, ich kann helfen. Das wäre großartig. Bitte reist in den Westen der Pfeilfälle und beseitigt die trauernden Kuhs. Dort, dann werden wir wieder süße Träume haben. Gut, wartet nur auf mich. Ich hoffe wirklich, dass meine... Boah, wir müssen 30 Stück davon töten. Kräuterlieferung. Der Landbesitzer hat für mich ein paar Heilmittelzutaten für mich beschafft. Sie sind jetzt geliefert worden, doch ich bin seit einigen Tagen ganz schön erkältet und kann die Sachen nicht selbst abholen. Könnt ihr die Zutaten für mich abholen? Klar. Also, ey, kein Problem. So, ich sehe gerade, ich laufe jetzt instinktiv zum Ladenbesitzer. Ich habe, glaube ich, Landbesitzer gesagt. Weil irgendwie überlese ich halt manche Buchstaben. Und dann nächstes Mal, aber das kennt ihr bestimmt. Aber mir passiert das ständig, wenn ich ihr das vorlesen muss. Also ich glaube, ich hatte eine Session, wo ich mal richtig flüssig lesen konnte. Apotheker Wang Yi schickt euch. Das ist leider ein schlechter Zeitpunkt. In letzter Zeit werden wir nur unzureichend mit Luchsaugen versorgt. Meine Vorräte reichen bei weitem nicht. Habt ihr Zeit, welche zu organisieren und würdet sie ihm direkt bringen? Okay. Krieg ich dann auch Geld von dir? So, irgendwie so. So. Priesterin ist in der Stadt. Der träumende Älteste müsste hier sein. Und der träumendste Älteste müsste hier sein. Und der Älteste. Das heißt, wir gehen gleich nochmal in die Stadt. Oh je. Das heißt, wir gehen gleich nochmal in die Stadt, holen dort die Quest ab. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zu Beschützer Feng, damit wir den hoffentlich nie wieder sehen müssen. Dann können wir hier oben endlich auch beginnen, denke ich mal. Gehe ich jetzt mal sporadisch von aus. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Hallo, träumende Älteste. Eine Einzelaufgabe. Ja, Traumfeste zu Traumfeste. Die Wraiths verursachen Probleme in der Traumfeste. Vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Die Wraiths zu besiegen ist meine Aufgabe. Da kommt kein Komma zwischen, mein Gott. Falscher Alarm. In den Jahrzehnten, die ich hier schon lebe, habe ich noch nie solchen seltsamen Kreaturen gesehen. Die älteren Elfen nennen sie Monofußkönige. Die Stadtleute fühlen sich durch sie bedroht und sehen sie als Böses um. Bitte vertreibt sie, sonst werden die Leute hier nicht mehr ruhig schlafen können. Okay, kein Problem. Ach, wir gehen nicht der Sache auf den Grund, wir töten einfach, wie ein Menschheit. Erstschlag. Ihr habt bereits die mutigen Nymphen besiegt. Dieses Mal müssen wir uns einem viel stärkeren Feind stellen, den Chaos-Nymphen. Die beste Strategie ist wohl über einen Überraschungsangriff auf ihr Lager. So können wir vielleicht ihren Schlachtplan aufdecken. Na gut, dann werde ich jetzt gehen. Wieso immer zu den Nymphen? Wieso? Okay, wir gucken jetzt noch einmal, ob er eine Einzelaufgabe für uns hat. Blubberkuhs, knorrige Segelluchse. Ne, ich glaube nicht. Das ist leider traurig. Dann gehen wir hier nochmal zu diesem Kärchen hin. Ah, wir können ja jetzt hier die Vorratskiste nochmal aufmachen. Wir sind ja jetzt Level 15. Ja, und den Rest muss ich leider noch im Inventar behalten, weil es sind die ganzen Farming-Sachen und die habe ich grundsätzlich immer im Inventar. Vielleicht sollte ich mal ein paar Pots wegschmeißen. Ah, ich weiß nicht. So, was haben wir erhalten? Die Vorratskiste tun wir zurück. Wir haben einen Machtring bekommen. Der hat sowohl physischen sowie magischen Angriff plus 17.
Gesundheit plus 30 und nochmal physischen oder magischen Angriff plus 11. Ist natürlich besser als der. Der ist besser als der, also legen wir den ab und tauschen so. Und dann haben wir noch eine unsterbliche Feder. Kann wieder bei deinem Briefkasten eingelöst werden und wir würden Flügel bekommen, also schnellere Flügel. Weiß ich gerade nicht, ob ich die machen soll. Ja, andererseits habe ich das so im Inventar rumliegen. Ist ja auch egal. So, unsterbliche. Ihr könnt eure unsterbliche Feder im Briefkasten gegen Flügel eintauschen. Hier habt ihr sie. Und jetzt seht ihr die, könnt ihr die Flügel sehen, die wir eigentlich erst mit Level 30 kriegen würden. Wählt eure Flügel aus. Denkt an die Einschränkung der einzelnen Flügel. Gut. Das wären diese. Segel des Greifs. Ja. Ist für die benötigte Klasse Bogenschützer und Kleriker, also für uns genau geeignet. Ist aber auch wieder ein Zeit-Item, das bedeutet, sie dauern drei Tage, also halten drei Tage und werden wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahme schon wieder nicht da sein, weil ich dann schon wieder irgendwo anders rumjagger. Die zeige ich euch auch sofort. Ich will nur einmal noch ein Item. Blinde. Boah, gibt es hier auch mal irgendwo NPCs, bei denen ich was machen kann? Ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar Mana-Pots, bevor wir wieder auf die Jagd gehen. Ja. Genau, und die weißen Flügel, das sind ja unsere Naturflügel, die werde ich auf jeden Fall nicht wegschmeißen, egal was da kommt. Die werde ich immer behalten, sei es später, dass ich die in den Tresor packe, weil wir sowieso dann die anderen haben, die keinen Mana kosten. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau, wie ich das regeln will. So, verkaufen wir nochmal den Ring. Alles repariert hatte ich, nein, hatte ich noch nicht, das kostet ja auch nur 1000. Warte, wie viel generiert der? 100 Mana. Hm. 200 Mana. Davon nehmen wir dann mal 15 Stück mit. Wunderbar, ich habe jetzt wieder ein paar Frame-Einbrüche. Das ist nicht so schön. Und jetzt sortieren wir noch einmal unsere Kiste. Wunderbar. Jetzt gehen wir noch rasch zum Schmied, damit ich mir neue Pfeile kaufen kann. Und dann würde ich sagen, wir peilen den Beschützer Fang nochmal an. Weil wir wollen den ja loswerden. Wir wollen ihn nie wiedersehen. Nie wieder. Waren. Schuss. Und dann kaufen wir uns nochmal 500 Pfeile. Kann ja nicht schaden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele man tragen kann. Ich habe das noch nie rausgefunden. Warte, wir gucken mal. Waren. Schuss. Maximal 50.000. Was kostet ja noch? Ja, bitteschön. Ja, bitte. 50.000 Pfeile. Was gibt Schöneres? So, das heißt, wir fliegen jetzt. Fangen wir an, loszufliegen. Und wir sehen, wir haben ganz andere Flügel. Das sind so eine Art Adlerflügel. Gefallen mir sehr gut, weil ich liebe Vögel. Und ihr wisst ja, ich habe jetzt zwei Vögel. Das ist ja Quatsch, wenn ihr das ich euch hier erzähle. Also in meinem Spiel, also in dem Spiel sind das meine Lieblingsflügel eigentlich. Ist nur doof, dass sie nur 0,5 Meter pro Sekunde machen. Also gehören damit zu den langsamsten und zu den Anfängerflügeln. Und man kann jetzt, wenn man O drückt, in der Boutique gucken, was es für Elfen, was es für Flüge gibt. Dann hat man so hier welche. Aber wie gesagt, die kosten entweder, man es hat sehr viel Münzen im Geld und richtig Glück, dass man auch seine gewünschten bekommt. Oder man gibt wirklich Geld für das Spiel aus. Wie gesagt, was ich nicht tue, weil ich habe Besseres zu tun mit meinem Geld, als es für ein Spiel auszugeben. Und jetzt können wir mal gucken, wie die Sonne hier auf- oder untergeht. Dämmerung, 20 Uhr. Genau, es gibt im Spiel auch eine Zeit. Wenn man hier oben drauf geht, kann man gucken. Jetzt kommen wir zu südlichen Feste. Ach Gottchen. Ja, ich würde einfach sagen, ich melde mich wieder, wenn ich da bin. Da war die falsche Taste mal wieder. Aber besser so rum als andersrum. Ha, bis gleich. So, und wir haben langsam unser Ziel erreicht. Wir sehen hier unten, da ist schon das Ding. Guckt euch das an, wie süß das hinter uns herfliegt, das Schweinchen. Upsala. Ich wollte reinzoomen. Ist das nicht cute? So, und dann drücken wir jetzt F7 anstatt F10, so wie ich das vorher mal gemacht habe, aus Versehen. Und sollten quasi direkt auf oder vor dem Fang. Ich mag dich nicht. Schau mir ins Gesicht, du hässlicher Bursche. Du bist doof. Lügner.
Nein, ich bin keine Lügnerin. Das war eine gute Lektion für Sie. Wir werden eine Weile unsere Ruhe haben, das hoffe ich. Traumfeste ist meine Heimat. Danke, dass ihr die Straßen hierher wieder sicher gemacht habt. Ich mache mir jedoch Sorgen um meinen Vater. Würdet ihr ihm bitte diesen Brief bringen? Er ist der Häuptling. Ich muss niesen. Oje, oje, Sekunde. Haha, ist nichts passiert. Er ist der Häuptling. Nehmt die Straße am See der Sorglosigkeit und geht dann nach Westen. Ihr solltet ihn schon bald gefunden haben. Kein Problem. Ja, da waren wir ja gerade schon. Toll. So, jetzt teleportieren wir nochmal mit diesem Teleporter bei Rauch zurück. Weil wir wollen ja nochmal in die Stadt und ich habe keinen Bock hier rumzufliegen und zu quatschen und zu fliegen und zu laufen. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch für euch angenehmer. Und wir hatten ja sowieso diese Dinger und ich... Es sind einfach Platz weg. Fertig. So. Da sind wir schon mal in einer Traumfeste. Hahaha. Uiuiui. Und wir haben jetzt schon wieder von irgendeiner Quest einen Himmelsstein der Menschen bekommen. Daraus lässt sich ja ein surrealer Stein. Ich versuche wirklich diese Begriffe auf Deutsch zu lernen, weil ich kenne sie nur auf Englisch. Und meine englische Aussprache ist jetzt auch nicht der Burner. Und ich glaube, es wäre auch zu verwirren, wenn man überlegt, das ist ja eigentlich ein deutsches LP und ich würde dann die ganze Zeit auf Englisch reden. Das ist ja irgendwie sinnlos. So. Die Traumfeste heißt euch willkommen. Ich war gerade schon mal hier, du Doofi. Ich habe von einem gehört, der Postbote ist dem Monsterangriff entkommen. Da die Monster nun beseitigt sind, kann ich wieder Post ausliefern. Schön! Ihr habt einen weiteren Weg hinter euch, also solltet ihr euch ausruhen. Fühlt euch wie zu Hause. Danke für eure Gastfreundschaft. Klar, und mir direkt die nächsten Aufgaben in den Hintern schieben, oder was? Elendiger Lügner. So. Hallo. Jetzt gehen wir noch einmal in die Stadt zurück. Dann haben wir auch endlich... Boah, ich überlege gerade, wie viel Zeit man eigentlich verbraucht, nur damit ich die ganzen Quests ansammeln kann, abgeben kann, einsammeln kann. Puh. So, wir müssen auch die Priesterin anquatschen. Kräuterlieferung. Ja, dann haben wir die Quests alle offen und die zwei noch annehmen. Wunderbar. Was ist das denn? Wieso hat er sich denn schwarze Lippen gemacht als Kerl? Gott, ich sollte aufhören, über andere Spieler hier zu lästern. Nachher sehen die das und werde zu Tode geflamed. Tut mir leid an alle Spieler. So. Hallo? Nein. Wir wollen bitte Teleportdienste zu Rovalia, bitte. Und ich habe gerade mal mein Lämpchen angemacht, weil es schon so dunkel und düster ist. Hupsala, jetzt muss eben die Stadt ein bisschen laden. Ja, ein bisschen sehr viel. Ey, mach keine Kacke. Ja. Ja, es stoppt jetzt einfach, weil... Oh, wir können schon wieder zum Dunkelsilberagent, weil wir schon wieder 5 Level gemacht haben. Ach ja, übrigens, bei der Priesterin kann jeder Windelf die Elfenflügel nochmal kaufen für 10.500 Münzen. Deswegen verkaufe ich sie nicht. Vielleicht brauche ich sie noch später mal. Die Rache einer Nation. Hey, wir wollten endlich Blumen abgeben. Dankeschön, ich werde sie in der Stadt einpflanzen. Ihr Geist wird für immer unter uns sein. Das gehört sich doch so. Hm? Ja, Quest für die Rache einer Nation. Wir hatten einst eine herausragende Anführerin. Sie verließ uns während der chaotischen Schlacht und ließ sich als Einsiedlerin in den Bergen um die weiße Kaleadra nieder. Findet sie und versucht sie zu überreden, zu uns zurückzukommen. Verstanden, ich mache mich sofort auf den Weg und wir wissen alle, wer das ist. Die blöde Einsiedlerin, die ist wieder da. Bogenschützerfähigkeit, oh mein Gott. Oh, wir haben einen neuen Skill, das ist der Schnappblitz. Ach warte, ich muss ja noch vorlesen, was Schnappblitz macht. Ein blitzschneller Schuss greift den Feind an, verursacht Metallschaden in Höhe des physischen Basisschaden plus 330,3, was sich additional erhöht. So, genaues Ziel machen wir jetzt auf Level 4. Schnellschuss auf Level 4, Eisfall. Ne, eigentlich machen wir noch unsere Reichweite um 2 Meter erhöhen. Den Eisfall gehen wir noch hoch und dann können wir auch schon nichts mehr skillen, weil wir kein Geld mehr haben und kein Nox mehr haben. Das ist doch schön. Solange wir gleich noch zurück teleportieren können, ist mir alles egal. Man sieht, ich meine, führt kein einfaches
Leben mit dem Bogenschützen. Der magische Schutzwall. Wir haben außerhalb der Stadt magische Zäune errichtet. Sie befinden sich nahe der Hochwindbrücke, Mondbrücke und der Brücke der Anmut. Anmut, ja. Da wir nun mit den Menschen zusammenarbeiten, müssen wir die Magie der Zäune neutralisieren. Wie können wir sie neutralisieren? Einzig unsere ehemalige Verteidigungskommandeurin Xing Ling wusste das. Wieso wusste? Sie ist leider tot. Oh ja, es tut mir leid, das zu hören. Ihr Mann hat die Windelfen verraten und verriet den Menschen unsere Geheimnisse. What? Deshalb weilt ihre Seele noch immer am Fluss nordwestlich von hier. Gut, dann sollten wir... Ihr müsst ihr ihrer Seele Verbindung aufnehmen. Ja, ich hole mein Seelentelefon und rufe dort einmal an. Seid aber vorsichtig, ihr Geist ist uns seit ihrem Tod feindlich gesonnen. Gut, ich werde aufpassen. Warum ist er denn für uns zeitlich gesonnen? Willst du mich verarschen? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass der feindlich gesonnen ist für uns, weil wir haben sie doch nicht verraten. Das war auch immer hier ein scheiß Mann. Ach, Frauen, ey. Glückwunsch, ihr habt Level 15 erreicht. Als Ansporn erhaltet ihr von mir eine magische Dunkelsilberkiste. Was in ihr hängt von eurem Glück ab. Sicher nehme ich. Bitte kein Schwein. Ich will kein zweites Schwein. Oh, wir haben einen Charm bekommen. Oder ein kleiner Geistzauber. Mana-Erholung. Jetzt haben wir schon ein HP, also ein Gesundheits- und dann ein Dingsbums-Dingen. Ich bin gerade nicht so auf dem Laufenden von dem, was ich hier rede. So, jetzt haben wir auch alle Quests endlich eingesammelt. Jetzt rennen wir schon wieder zum Bankier, um die zwei Sachen hier rauszukriegen. Und dann würde ich sagen, wir machen uns mal wieder auf in die Schlacht. Ja, nehmen wir es einfach auf in die Schlacht. Wir folgen unserem Schlachtruf. Keine Ahnung. Irgendwie so. Bankier schon. Hier, nimm und nimm. Wunderbar. Wird ja kaum eng langsam in der Kiste. Da ist unser Schwein. Warum hängt da unser Schwein? Schweinchen? Kommst du wohl mit? Möchtest du nicht mehr fliegen? Tun dir langsam die Ohren weh? Selbst schuld. Windelfen, Einsiedlerin ist da, aber Schienungs Geist, Goldglühen. Ach ja, genau, sie ist da hinten. Wir suchen erstmal den Geist, der ist am nächsten von uns. WTF, was geht denn hier ab? Ja, so sehen dann Spieler mit Level 90 bis 100 aus. Das sind so komische Kleriker-Buffs. Oh mein Gott, ich hau mal hier ganz schnell ab. Ich krieg eine Chance. Ah, ich glaube, das ist eine Vorbereitung für den Territorienkrieg. Hatte ich Territorienkrieger schon erklärt? Ich weiß nicht. Also wenn man M drückt, kommt man auf die Karte. Dann gibt es hier den Button Territorien. Und man sieht, ja, wenn man auch in so Gebieten rumrennt, dass, wie die Gebiete heißen. Und... Oh, wir haben sogar... Oh mein Gott, wir haben ja sogar eine... Oh, meine Fraktion hat sogar ein Gebiet. Was wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall sieht man hier die ganzen Gebiete, die es auf der Map gibt und wem sie gehört. Und jetzt sieht man hier irgendwelche strategischen Pfeile. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben einen mitgemacht und das war auch nur eine Übungsterritoriumkrieg. Und dann kann man halt diese Dinger einnehmen. Man muss Geld zahlen, man kriegt Geld. Ich weiß es nicht genau. So, hallo. Yixings Seele. Jo. So sieht eine Seele von einem Winterelfen aus. Reizend. Und sie ist ein Level 14er kleiner Boss, das sieht man an diesen Dingern, die sind jeweils immer unterschiedlich. Es gibt Mini-Boss, mittlere Bosse und große Bosse, so nenne ich sie zum Beispiel, zumindest, ich weiß nicht, wie man sie richtig nennt. Und ich würde mal sagen, wir aktivieren auch unseren Mantel, bevor wir die angreifen. Hoppala. Ich würde sagen, das war schon mal verkackt. Oh, hallo Schweinchen. Ich glaube, wir kriegen jetzt richtig... Oh, sie macht...